Hallo Leute, heute habe ich wieder ein Tutorial für euch. Eigentlich hatte ich was anderes geplant, aber ich hatte dann doch nicht so viel Zeit, wie ich eigentlich gedacht habe und habe deshalb mir gedacht, dass ich einfach euch mal einen Look zeige, der ziemlich schnell geht, den ihr machen könnt, wenn ihr nicht so viel Zeit habt oder morgen verschlafen habt oder irgend sowas. Ich habe auch versucht, mich zu beeilen, damit ihr seht, dass es ziemlich schnell geht und ja, das ist dabei rausgekommen. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr habt viel Spaß. Also zuerst benutze ich mal wieder meine Eyeshadow Base von Essence und ich trage die einfach wieder auf mein komplettes Lid auf und auch ein bisschen unten drunter, wie ihr das wollt. Als nächstes benutze ich von Catrice die Farbe Bring Me Frosted Cake. Einfach, damit das ein bisschen ebenmäßiger ist. Ihr müsst das nicht machen, aber ihr könnt das machen, wenn ihr wollt. Und ich trage das einfach auf mein gesamtes Lid auf. Und vielleicht seht ihr das. Das ist jetzt einfach ein bisschen heller und ein bisschen ebenmäßiger. Als nächstes benutze ich einen schwarzen, matten Lidschatten und ziehe mir einfach einen so einen Fake-Lidstrich. Wenn ihr wollt und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auch einen normalen Eyeliner benutzen, aber ich versuche es ja heute so schnell wie möglich zu machen. Ja, das nächste könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt einen bunten Lidschatten benutzen oder einen bunten Kajalstift. Ich nehme jetzt hier den grünen von Catrice und zwar ist das die Farbe Don't Be Mean to Green. Ich habe auch noch so einen blauen hier, aber mir steht der persönlich ein bisschen besser. Ihr könnt aber irgendeine Farbe nehmen, die euch am besten steht. Und jetzt trage ich den einfach auf meinem Wimpernkranz unten auf. Als nächstes benutze ich noch meinen NYX Jumbo Eye Pencil in der Farbe Milk und trage den auf meiner Wasserlinie auf. Dann benutze ich noch meine I Love Extreme Mascara von Essence. Ihr könnt jede Mascara benutzen, die ihr wollt und die, die euch am besten gefällt. Jetzt konturiere ich mein Gesicht mit meinem Hoola Bronzer von Benefit, wo ich übrigens jetzt endlich den Boden sehe. Ich habe euch ja erzählt in meinem Favoritenvideo, dass man irgendwie nicht sieht, dass ich den schon so lange benutze. Jetzt ist es soweit. Endlich. Und zwar trage ich den einfach wie immer unter meinen Wangenknochen auf. Und ein bisschen an der Stirn. Und dann benutze ich noch einen Rouge. Und zwar ist es von Alverde, der Flamingo Rouge. Und trage es auch einfach auf meinen Wangen auf. Dann benutze ich meinen neuen Lieblingslippenstift von Manhattan. Und zwar ist das so ein orangener. Das ist die Farbe 39C. Ich trage den nicht so stark auf, dann sieht er so ein bisschen mehr nude aus und noch nicht so, also nicht so stark orange. Ja, das ist jetzt dabei rausgekommen. So sieht's aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist so ein bisschen. Trotzdem, obwohl es ziemlich einfach ist, so ein bisschen Eyecatcher durch dieses Grüne. Ihr könnt, wie gesagt, jede Farbe benutzen.
Ihr könnt es auch lassen, keine Ahnung. Also ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht macht es ja einer von euch nach. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.